Die letzten Tage war ich jetzt nicht ganz so intensiv aktiv. Ich habe mich zwar bewegt, aber wirklich anstrengend war es nicht. Ich habe mich nur ganz leicht durchbewegt, weil ich zu müde war. Das war auch schon ein bisschen spät geworden und ich hatte es tagsüber nicht eingebaut bekommen, dass ich trainiere. Deswegen heute geht es in Kraft- und ein Ausdauertraining. Heute mache ich also ein bisschen länger als sonst. Trotzdem wird es insgesamt noch kürzer sein, als wahrscheinlich die meisten anderen trainieren. Eben habe ich 10 Minuten lang ein paar Beweglichkeitsübungen gemacht und mich dann aktiviert. Heißt konkret Kopfnicken, Rollen, auf allen Vieren hin und her schaukeln, Rocking heißt es, seitliches Rollen habe ich durchgeführt und dann bin ich 2 Minuten lang gekrabbelt, auf allen Vieren immer abwechselnd auf den Knien und ohne dass die Knie den Boden berühren. Und jetzt wollte ich ein bisschen was für meine Bauchmuskulatur tun, gleichzeitig für die Schulter- und Griffkraft und Stabilität. Deswegen dachte ich, ich probiere seit langem mal wieder die Hanging Leg Raises, das hängende Beinheben. Also ich probiere es einfach mal. So 1-2 Durchgänge wollte ich durchführen und dann Pistols, das heißt die einmal in die Knie beugen, gefolgt oder im Wechsel mit dem Ruderzug und zwar sehr langsam durchgeführt. Das ist das Training für heute. Beim letzten Krafttraining hatte ich 2 Übungen, das Kreuzheben und das Überkopftrinken. Heute mache ich das Ziehen und die Kniebeugen. Und vorher jetzt wie gesagt noch eine kleine Sache für die Rumpf-, Schulter-, Griffkraftaktivierung. Die Klimmzugsteige geht ein bisschen tief, aber ich bin zum Glück auch nicht so groß, insofern passt das schon. Ich fange mal so maximal an. Ich habe aber gemerkt, dass ich da jetzt nicht mehr ganz so fit bin. Weiter geht's mit den Kniebeugen. Das war der zweite Satz. Pistols, im ersten habe ich 10 Wiederholungen pro Bein gemacht, im zweiten 9, weil die Technik dann doch recht unsauber wurde und die Kraft auch ziemlich am Ende war. Ich habe die Pistols abgewechselt mit dem hängenden Beinheben. Das heißt, ich habe mit dem Beinheben angefangen. Nach dem ersten Satz Pistols habe ich noch einen zweiten Satz Beinheben gemacht mit etwa der gleichen Leistung und jetzt den zweiten Satz Kniebeugen. Jetzt will ich noch einmal den Ruderzug machen, hängen am Sling Trainer. 10 Sekunden hochziehen, 10 Sekunden halten, 10 Sekunden runterlassen und mal gucken, ob ich davon ein oder zwei Durchgänge schaffe. Mal schauen. Thank you.
So, das war Hochspannung. 10 Sekunden hoch, 10 Sekunden halten, 10 Sekunden runter. Zwei Durchgänge waren jetzt 60 Sekunden Spannung. Meine Griffkraft ist wieder mal limitierend gewesen, weil ich dafür mehr machen muss. Das heißt, es war natürlich sehr anstrengend, aber hauptsächlich konnte ich jetzt von dem Unterarm, von der Griffkraft her nicht mehr. Das wird sich besser im Laufe der Zeit. Ich werde da weiter dran arbeiten, aber das war jetzt schon mal gut. Das war mein Krafttrainingsteil für heute. Jetzt mache ich noch ein bisschen Seilspringen, um die Ausdauer zu verbessern. Wie gesagt, in den letzten Tagen habe ich mich nur locker bewegt. Heute mache ich Kraft und Ausdauer hintereinander an einem Tag. So, das war Seilspringen, 15 Sekunden Sprint, 30 Sekunden locker springen. Das Ganze in 12 Durchgängen müsste, wenn ich richtig gerechnet habe, jetzt eine Zeit von 9 Minuten gewesen sein. Das heißt, mein Aufwärmen hat 10 Minuten gedauert, das Krafttraining habe ich gar nicht geguckt, 10, maximal 15 Minuten und jetzt nochmal 9 Minuten hinterher. Das heißt, mit etwa 35 Minuten Training war es heute auch nicht allzu lang, schon später am Abend. Jetzt gehe ich duschen, esse was und habe ich heute Kraft und Ausdauer aufgeholt, die ich mittig in der Woche ein bisschen versäumt habe. Und morgen geht's weiter. Tschüss, bis zum nächsten Training.